Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Da sind wir wieder. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt und ich hoffe, dass ich jetzt in die Kämpfe wieder reinkomme. Das dauert ja dann immer so ein bisschen, bis man da wieder fit ist. Ja. In den letzten Videos hatten wir ja doch einiges erfahren, Hintergrundinfos. Und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass das die Vanille war, die da beim Dutch saß. Ich hatte mir das Video nochmal angeguckt und ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. What is that? A device that makes bad weather. Come out to play in the rain, did you? Isn't that adorable? Wetterkugeln. Wetterkugeln beeinflussen das Klima und stören atmosphärische Niederschläge. Einige indigene Spezies scheuen Wasser und verkriechen sich vor Regen. Allerdings locken Niederschläge dafür andere hydrophile Wesen hervor. Okay. Das sieht mir jetzt aus, als wenn man mit diesen Kugeln, ja, ich sag mal, das Wetter ändern kann und demzufolge sich die Kreaturen ändern. Gut, wir bleiben einfach mal beim Regenwetter und ja, kämpfen, gucken, ob wir hier einen Präventivschlag hinbekommen. Ah, okay, leider nicht. Dann halt so. So, wie gesagt, mal gucken, ob ich jetzt wieder reinkomme hier. Wir buffen uns erstmal fix. Beziehungsweise schwächen die Gegner so ein bisschen. Könnte man ja auch theoretisch auch mal eine Analyse raushauen, ich weiß jetzt gar nicht. Okay, ich bin eh fast tot. Wir schon mal gegen diese Gegner gekämpft hatten, ich glaube nicht. Egal, geschafft. Okay, scheint mir ganz gut gemacht zu haben. Gut. Weiter geht's. Okay, wieder eine Wetterkugel. Die können wir jetzt vielleicht mal umdrehen. Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt, wenn ich die Gegner da mittig sehe, die waren ja relativ schwer zu besiegen. Okay, sehr gut. Gehen wir erstmal hier lang. Now if we regulate the weather, we might be able to control these nasty critters. Du sagst es erst. So, hier muss doch auch ein Präventivschlag möglich sein. Nein, das gibt's doch nicht. Hat er jetzt bei beiden, bei Vanille genauso wie bei Sass auch die Waffen noch nicht. Na gut. Noch nicht verstärkt. Müsste ich bei Gelegenheit dann auch mal machen. So, die kennen wir doch aber. Die hauen wir jetzt einfach mal drauf. So, der ist jetzt im Schockzustand. Das sollte jetzt relativ schnell gehen. Gut, tot. Geschafft, sehr schön.
Bleibt aber nur noch Pudding übrig vom Gemüse. So, hier gibt es eine Kugel wieder. Aber vorher... muss ich mal schauen. Ja. Hier war da auch noch ein Weg. Genau. Komme ich hier hoch? Ja. Sehr gut. Leider kein Präventivschlag, aber das sollte mir auch so schaffen. Wir sind ja doch relativ schnell immer im Schockzustand. Zum Glück, umso schneller kommen wir hier nämlich durch. So. Und die Kiste. Metallband. Erhöht die Resistenz gegen Deportes. Okay. Gut, würde ich sagen, nehmen wir die doch auch noch mit hier. Hier ist natürlich klasse, wenn man bei 4 Leuten oder 4 Gegnern von Leuten ist ja nicht zu sprechen, einen Präventivschlag schaffen könnten. Umso einfacher wird das Ganze nämlich. Wir laufen mal hier rüber, wenn der sich rumdreht. Komm, 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 komm. Ah, hoffentlich hat das geklappt. Ja. So, ein Gemüse C muss als erstes dran glauben. Wahrscheinlich hat Gemüse C viel Vitamin C. Das hätten wir. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass mir der Level Sash hier nicht noch stirbt. Aber vorher hoffe ich, können wir Gemüse B umhauen. Ah, das wird schon kritisch. Okay. Na dann. Heilung auf den Sash. Sollte reichen, hoffentlich. Na los. Sehr gut. Und das letzte Gemüse. Geschafft. Sehr gut. Die KP-Punkte nehmen wir natürlich gerne noch mit. Und dann geht's hier weiter. Wem es übrigens noch nicht aufgefallen ist, die ganze Geschichte wird ja von der Vanille erzählt. Und ja. Oh, eine Kugel, die benutzen wir einfach mal. Dann haben wir jetzt wieder... Regenwetter. So. Okay. Gleich wieder zurückhüpft. Jetzt.
Ah, das sieht doch gut aus. Ich glaube, die mussten wir auf jeden Fall auch gleich nochmal analysieren. Und erstmal haben wir den einen um. Das war nämlich so, als hätten wir vorhin nur die anderen analysiert. Okay, die rufen. Ah, die rufen die Kleinen, wenn ich das richtig sehe. Zum Glück haben wir einen schon umgelegt davon. Na komm, wir nehmen. Hauen um. Oder Sash, meinetwegen. Ja. Okay, wir nehmen sie mal heilen. Als erstes muss ich allerdings die Vanille heilen. Denn wenn die Vanille stirbt, ist das Spiel vorbei. Ja. Sehr schaffen auch noch zu heilen. Sehr schön. So, jetzt versuchen wir mal den Stachelfisch weiter umzubringen. Oh, da ruft schon wieder die Kleinen. Die ist ja ätzend. Gut, ich bin zum Glück fast tot. Oh nein. Und die Vanille auch. Also das natürlich jetzt, wenn ich jetzt hier. Ah. Nein! I'm sorry. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, komm, neu beginnen. Oh. Da habe ich natürlich keinen Präventivschlag mehr, wetten. Oh, schlimm. Oder doch? Nein, natürlich nicht. Oder buffen wir uns jetzt als erstes? Nein, das Falsche. Na komm, kannst du mich noch mal buffen, oder nicht? Oder dich selber? Selbst? Worauf wartest du? Ja, das Positive muss ich mal sagen, ist wirklich, dass man den Kampf sofort wieder neu beginnen kann, wenn ich jetzt wieder ewig weit laufen muss oder so. Oder vielleicht noch mal von vorne kämpfen. Aber das nervt mich jetzt schon ein bisschen an, dass ich hier gestorben bin. Hätte ich mich einfach nochmal geheilt, dann wäre das alles nicht passiert. Aber so ist das halt. Boah, der mit seinem bescheuerten Kanz schon wieder hier, ey. So, wir hauen jetzt auch mal hier ein Leben raus. Aber die bekommen jetzt auch einen mächtigen Schaden und einen Heiltrank. Gut. Die hätten wir. Nur noch die Kleinen jetzt töten. Davon sind ja genügend da, wie ich sehe. Boah, jetzt muss ich schon wieder die Vanille angreifen lernen. Komm, heil dich. Ah, gut, geschafft. Puh. Hm, das
war klar. Was war denn der Bösen? So. Schade. Das hat nicht geklappt. Aber die Kleinen haben wir relativ schnell um, denke ich doch, dass wir das schaffen werden. Okay, schon tot. Wir haben zum Glück nicht so viel drauf. Wenn ich dieses Vieh schon analysiert habe, das machen wir jetzt einfach. Gut, und besiegt. Ohoho. So. Gut, wo lang jetzt die Frage? Jetzt steht so ein Vieh. Okay, dann gehen wir lang. Ah, schade. Wieder kein Primitivschlag. Oh, da sind doch schon wieder diese komischen tanzenden Dinger hier, Mann. Immun gegen Wasser, okay. Na komm, hau das Vieh um, bevor das wieder anfängt mit Tanzen, irgendwie wieder hunderte von diesen kleinen Viechern haben. Ein Vieh reicht aus, was du tanzt. Okay, wenn wir uns doch mal ein. Mein Gott, fünf von diesen schrecklichen Dingern jetzt hier ein. Und die Falten können alle schön die Vanille an, als wenn die das wüssten. Oh, nee, ich muss gleich wieder heilen müssen. Okay, geschafft. Sicherlich auch keine Glanzleistung jetzt hier. Ja. Aber egal. So, weiter geht's. Da drüben kann man dann auch mal lang. Mal gucken, wie das mal hier lang. Ich glaube, das jetzt so klug war, hier auf Sonne umzustellen. Und dann die Wetterkugel. Hier auch. Hm.
Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch eigentlich wenig Lust, gegen dieses große Ding da zu kämpfen. Ah, da ist eine Kiste, okay. Also müssen wir hier lang? Und ein Präventivschlag, das ist sehr schön. Einer noch. Nein! Das waren schon alle, sehr gut. Gut. Zum Glück habe ich hier nochmal um die Ecke geguckt, ey. Und wehe, das hat sich jetzt nicht gelohnt hier. So. Wasser. Okay. Na gut, wer weiß. Wofür wir das noch gebrauchen können? Okay, wir tun uns hier die Wetterkugel aktivieren. Ich meine, cool ist das ja schon gemacht, aber am Ende mache ich hier sicher auch irgendwas verkehrt. Na gut. Oh je, jetzt habe ich die hier. Aber gegen den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht kämpfen. Kann ich die skippen? Ja, das sieht, glaube ich, gut aus. Was haben wir hier für Gegner? Lass mal die doch einfach. Hinten ist auch ein Speicherpunkt, das ist sehr schön. Ich denke, den habe ich jetzt auch nötig. Ah, schade. Oh Gott, hoffentlich kämpfe ich nicht gegen alle. Nein, gut. Jetzt hatte ich kurz Angst, dass die Grünen da hinten mitkommen. Diese Frösche auf Beinen. Hey!
Schlag. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir müssen dann auch dringend mal wieder das Kristarium benutzen. Gut, geschafft. Genug KP-Punkte sollten wir jetzt gesammelt haben. Okay. Die Dinger noch? Schade. Oh, noch 4 Stück. Oh je, hätte ich mir vielleicht doch lieber was einwerfen sollen. Denn 4 von den Dingern ist schon heftig. Bringt das überhaupt was? Muss ich denn irgendwas schwächen, ja? Na gut. Und als nächstes wechseln wir jetzt erstmal in den Heiler. Nur noch, dass die jetzt anfangen hier mit Tanzen. Und ich wundere davon, den Dingern hier rumspringe. Schauen wir mal. Weniger. Oh je, der tanzt. Nein. Das ist nicht gut. Hätte jemand erlaubt zu tanzen. Wir kommen hier besser. Ja. Auf jeden Fall haben wir da mehr Schaden raus, wenn Sash im Dingens ist. Im Prescher. Na komm, immer muss da noch drin sein. Dann haben wir es hoffentlich gleich. Gut. Na gut, haben wir es doch geschafft. Was so ein bisschen Waffen dann doch ausmacht. Puh. Bin ich doch froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Und wenn ich das richtig gesehen habe, erwartet uns hier oben ein Speicherpunkt. Ja, so ist es auch. Ich nehme jetzt schon wieder ziemlich lange auf. Wir hatten in dieser Folge jetzt nur gekämpft, aber was soll's, lässt sich nicht ändern. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.